So Leute, bevor das Video startet, möchte ich ganz kurz auf meinen neuen Sponsor hinweisen. Das ist Gameflip.com. Ihr auf Gameflip.com könnt ihr eure Skins, aber auch Steam-Spiele und vieles weitere verkaufen und da möglicherweise ein bisschen Profit rausziehen oder euch auch CSGO-Skins oder auch Steam-Spiele und noch viele weitere Sachen möglicherweise ziemlich billig kaufen. Ich habe euch mal den Link unten in der Videobeschreibung reingepackt. Erster Link in der Beschreibung. Ihr könnt euch über meinen Link bzw. meinen Code anmelden. Da bekommt ihr 1 Euro umsonst, um die Seite mal ein bisschen zu testen. Und da würde ich mal sagen, ja, schaut auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei, wenn ihr Bock darauf habt. Vielleicht findet ihr mal was, was euch, ja, mal gefällt. Ja, vielleicht findet ihr ein paar nette Skins und dann würde ich sagen, jetzt geht's gleich los mit dem Video. Viel Spaß. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO Video und heute gibt es mal ein komplett klassisches Commentary, habe ich seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemacht, indem ich einfach über irgendwelche Sachen rede und heute geht es mal wieder um das Thema CSGO besser machen, Stichwort Hashtag Fix CSGO und ja, diesem Lobby Bug oder diesem Lobby Hack oder wie auch immer. Ich persönlich habe das Ganze gar nicht selber herausgefunden, man hat es mir heute im Stream nämlich zugetragen, ja. Ich habe heute gestreamt und dann kam immer alle 2 Minuten mal die Frage rein, yo, was machst du mit den Bots in den Lobbys oder sind bei dir die Lobbys auch kaputt? Und ich habe da mal gefragt, so, hä, von was reden hier gerade meine Zuschauer, ganz ehrlich? Und dann hat man mir mitgeteilt, yo, ja, es gibt gerade anscheinend einen Bug, will ich es jetzt mal ganz neutral nennen. Sobald man eine Lobby erstellt in CSGO, joinen ein Haufen Profile, die allesamt gleich aussehen, die allesamt gleiche Win-Anzahl haben, die allesamt den gleichen Rang haben und so weiter und so fort in deine Lobby. Man kann das Matchmaking zum einen mal nicht starten und sie spammen den kompletten Chat voll mit entweder russischen oder mit englischen Sätzen, die ja man nur schlecht verstehen kann. Und ich habe das so gelesen, ich dachte mir so, trollen die mich jetzt oder what the fuck ist da ganz ehrlich los? Und es kamen immer mehr Leute und ich habe dann im Streamer gefragt, so yo, ja, bei wem war das eigentlich? Wir hatten 120 Zuschauer und gefühlt 40 bis 50 Leute haben reingeschrieben, yo, bei mir war das heute so. Und dann habe ich mich jetzt gerade mal ein bisschen da rein eingelesen, ja, nach dem Stream. Und ja, anscheinend gibt es eben gerade zur Zeit den Bug. Möglicherweise ist er jetzt höchstwahrscheinlich schon behoben. Ich habe gerade vorhin auch mal eine Lobby zum Test gemacht, ja, und es kam keine solche Bots. Wahrscheinlich ist der Bug jetzt schon behoben, wenn ich das Video veröffentliche, aber ja, es soll eben diesen Bug gegeben haben, beziehungsweise diesen Hack, ja. Wieso gibt es alles erstmal diesen Hack, ja, oder diesen Bug, fragen sich jetzt manche. Und zwar ist das sozusagen gerade eine Kampagne, würde ich es jetzt mal ganz freundlich nennen, und die heißt Hashtag Fix CSGO. Darauf will eine gewisse Gruppierung, sage ich jetzt mal, mit verschiedenen russischen YouTubern und so weiter und so fort, auf Wolf aufmerksam machen, wie schlecht das Anti-Wolf-Cheat-System gerade zurzeit ist, auch das WAC-System genannt, und ja. Das ist sozusagen die Grundaussage. Sie wollen, dass das WAC-System, das Anti-Cheat-Programm im Matchmaking und einfach insgesamt in CSGO geupdatet wird von Wolf, dass man nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, 7, 8 Euro zahlen sollte dafür, dass man sehr spielt und da keine Hacker hat. Und ja, das Ganze ist auch ein bisschen mit dem Argument gestützt, okay, ihr verdient einen Haufen Geld durch Sticker, durch Sprays, durch Cases und so weiter und so fort, aber ihr sollt mal euer verdammtes Spiel fixen. Und an sich ist dieser Ansatz extrem gut, meiner Meinung nach, weil bestimmt jeder hat es schon im Matchmaking, man hat mal solche Idioten, die einfach den Spin-Mod reinhauen, sich somit hochboosten lassen und wer vielleicht mal letztes Overwatch gesehen hat, ja, ein Spin-Mod im einen Game, dann ein absolut kranken Warlocker im nächsten Game und heute im Stream gab es auch wieder ein Overwatch, das war einfach nur absolut lächerlich, ja. Wirklich eine absolut lächerliche Aktion, was der Typ hier über das komplette Match hin durchgezogen hat, hat durch Wände geschossen, das 2 und allem drum und dran. Ja, und anscheinend gibt es gerade zur Zeit, vor allem im Non-Prime-Bereich, extrem viele Hacker. Aber auch im Prime-Bereich. Wir hatten zum Beispiel letztes Mal ein Game, in dem wir auch absolut weggecheatet worden sind. Wir spielen gerade zur Zeit nicht so viel CSGO, darum kann ich es jetzt nicht sagen, aber wir tragen es auch immer wieder andere Leute zu oder ich lese es auch natürlich immer im Chat. Also, ja, die Grundidee meiner Meinung nach sehr gut, das Anti-Wolf-System mal zu fixen. Und ich habe mich heute bestimmt 20 Minuten darüber auch mit meinem Stream unterhalten. Ich dachte mir, jetzt komm darüber, mach ich jetzt wirklich mal ein Video, weil das an sich ein wirklich wichtiges Thema ist. Das Anti-Wolf-Cheat-Programm oder insgesamt das Spielen im Matchmaking ist für sehr viele CSGO-Spieler essentiell, würde ich jetzt mal meinen. Ja, also
Ich persönlich habe über 500 Matchmaking Wings. Das heißt, ich habe über 1000 Matchmakings wahrscheinlich ungefähr in den letzten 2 Jahren CSGO gespielt. Und es gibt bestimmt da draußen noch Personen, die das noch mehr machen. Und wenn man dann zum Beispiel ein kaputtes Handy hat oder sowas und man muss dann Non-Prime spielen, ist natürlich noch schlimmer. Aber auch im normalen Prime-Matchmaking wird man immer wieder mit einem Hacker konfrontiert. Und das zerstört dann einfach den kompletten Spielspaß. Ja, wenn man dann wirklich gegen Spinbot oder sowas spielt, auch wenn es nur ein Game ist, auch wenn es eigentlich nur Matchmaking ist und der Rang eigentlich nichts auszusagen hat, ja, zumindest mal sagen das sehr viele und bin ich mittlerweile auch dieser Meinung, ja, ist es einfach scheiße, wenn man dann wirklich 20 Minuten dasteht, man wird nur abgeschlachtet und man weiß, die Gegner hacken und die Gegner lassen sich einfach nur hochboosten, aber man kann dagegen nichts machen und das zerstört einfach den Spielspaß. Man ist absolut gehypt auf ein CSGO-Match und dann weg ist der Hype. Und ich persönlich vertrete auf jeden Fall auch diese Meinung. Okay, CSGO soll gefixt werden. Das WAG-System soll gefixt werden. Und jetzt ist die große Frage, wie stellt man so etwas an? Und es gibt da meiner Meinung nach mögliche Lösungsansätze. Zuallererst mal will ich aber mich von der Idee, so ein Bug, so ein Hack oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, was dieses tausender Accounts sozusagen versuchen, deine Lobby rein zu joinen und spammen deine Lobby-Voll-Aktion sein soll. Und ich will mich auch von dieser komplett distanzieren, weil ich persönlich finde, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich persönlich habe heute schon im Livestream die Idee angesprochen oder mehrere andere Ideen angesprochen, wie man eben wirklich Wealth darauf aufmerksam machen kann, wirklich mal ein bisschen was in ihrem Spiel zu ändern. Und die allererste grundlegende Sache ist zum Beispiel eine Petition. Ja, es gab damals zum Beispiel eine Petition von Anomaly und Nick Bunyan und das fand ich damals eine extrem coole Aktion. Und es gab damals, glaube ich, zwei große Punkte. Es waren zum einen mal die Hitboxen, wer es nicht mitbekommen hat. So Mitte gegen Ende letzten Jahres gab es einen riesengroßen Skandal, dass die Hitboxen CSGO absolut eigentlicher Müll sind. Und dann gab es auch eine Petition von Anomaly, Nick Bunyan und manchen anderen CSGO-YouTubern noch, vor allem im englischen Bereich. Und die hatte damals zwei große Ziele. Das war nicht zum einen mal die Hitboxen und zum anderen mal die Cheater. Und die Hitboxen wurden gefixt, die Cheater. Ja, okay, ja, dazu sagen wir jetzt einfach mal gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz dafür. Und ich persönlich würde es eigentlich richtig cool finden, wenn wirklich eben die größeren YouTuber so eine Petition auch wieder erstellen würden und so eine vertreten würden. Natürlich, es ist extrem schwer, sowas zu koordinieren. Und ja, ich weiß nicht, ob wirklich größere YouTuber auch ganz ehrlich da in die Angelegenheiten von Wolf reinspringen, weil es ist zum einen mal auch wirklich ihr Leben, ja. Also wirklich, wer professionell YouTube macht und größtenteils CSGO-Content bringt, der kann da auch wirklich mal Probleme bekommen, ja. Aber das wäre zum Beispiel eine mögliche Idee. Ebenso habe ich zum Beispiel auch gewisse, ich sage jetzt mal, Twitter-Kampagnen angesprochen, ja. Die meisten Personen haben soziale Netzwerke und sind auf sozialen Netzwerken vertreten, egal ob es jetzt Twitter oder Facebook oder Instagram oder was auch immer ist. Und da könnte man auch riesengroße Aktionen starten. Wirklich jeder CSGO-Spieler, der wirklich Matchmaking spielt und der wirklich ein besseres WAG-System haben will, ja, da könnten wir bestimmt Hunderttausende von Personen wirklich dazu auffordern. Und wenn die dann wirklich alle sind, zum Beispiel solche Twitter-Aktionen mitmachen würden, würde Wealth da auf jeden Fall auch darauf anspringen, weil sie sind eben auch auf sozialen Netzwerken vertreten. Wenn man da zum Beispiel jetzt mal mit ein paar großen YouTubern an der Front, mit ein paar großen Streamern an der Front, die da sowas wirklich promoten, wirklich dann Tweets in die Welt schafft, die dann möglicherweise Hunderttausende von Retweets bekommen, ja? Einfach nur so nette Botschaften oder eine Message an Wolf, yo, fixt euer verficktes Spiel. Und das dann Hunderttausende von Retweets bekommen würde, das würde zum einen auch Wolf ansprechend und würde wirklich auch Wealth verbessern, ja. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, so, ja, ne. Aber, ja, die beste Idee und auf die ich eigentlich auch ziemlich stolz bin, ist das Promoten von gewissen Aktionen von YouTubern. Lass es mich ganz kurz erklären. Und zwar gibt es in CSGO ein gewisses Tool, in dem jeder, der ungefähr 150 Wins hat und einen gewissen Rang hat, machen kann und der somit das Spiel in einer gewissen Art und Weise verbessern kann. Und das ist das Overwatch. Das Overwatch ist ein Tool, das eigentlich genau für solche Zeiten da sind, in denen es sehr viele Cheater gibt. Jedoch ist das Overwatch meiner Meinung nach sehr schlecht promoted. Zum einen würde ich mir extremst ja, würde ich mich extrem darüber freuen, wenn Wealth bessere Belohnung auf das Overwatch ansetzt, weil diese paar XP, die man bekommt, das widerspiegelt einfach nicht das,
was man da wirklich in Leistung reinsteckt. Weil wenn ich mir jetzt 10 Minuten eine Demo anschaue, zum Teil mal 15 Minuten, weil ich zum Teil mir eine Zeitlupe anschaue oder mir die Demo zum Beispiel nochmal reinziehe, weil ich mir unsicher bin, das kostet einen Haufen Zeit. Und wenn ich dann irgendwie 100, 200 XP bekomme, das ist absoluter Müll, Wolf, ja. Aber wenn man da zum Beispiel dann wirklich mal so 1000, 2000 XP bekommen könnte, dann würden das viel mehr Leute machen. Natürlich, man würde dann Gefahr laufen, als gewisse Leute einfach Bots einsetzen, um sich so eben den privaten Rang sozusagen sich den zu pushen, ja. Aber ich persönlich finde diese Grundidee extrem cool. Man kann ja einfügen, man kann nur zum Beispiel, sagen wir, 5 oder 10 Overworlds am Tag machen, dass es solche Bots eben gar nicht gibt oder dass sich solche nicht lohnen würden. Aber sonst würden bestimmt ein Haufen Spieler wirklich dazu angeregt werden, wirklich Overwatch zu machen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Aktion von YouTubern, die ich persönlich ziemlich cool finden würde. Und ich will jetzt ja auch gar nicht groß die deutsche Szene zu krass ansprechen, weil die deutsche Szene ist im Vergleich zu einer amerikanischen Szene zum Beispiel sehr klein. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel auch in der deutschen Szene wirklich die sehr großen YouTuber zum Beispiel Aktionen starten würden, ein Monat, zwei Overwatch jede Woche, das ist schwer. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber solche Aktionen könnte man länderübergreifend und Community-übergreifend, sozusagen deutsche, amerikanische Community, durchführen. Ja, wenn sich da die größeren YouTuber wirklich absprechen könnten, wenn dann zum Beispiel größere deutsche YouTuber oder vor allem große englische YouTuber, wenn dann wirklich mal ein Sparkles, ein Anomaly und wie sie auch alle heißen, wirklich so eine Aktion durchführen, wirklich zum Beispiel einen Monat alle zwei oder drei oder vier Tage ein Overwatch bringen. Dass es sie wirklich auch dann das den Zuschauern vermitteln. Weil ich weiß, dass Wolf, ich weiß, dass Sparkles immer mal wieder ein Overwatch raushaut. Ich kenne seine Upload-Zeiten wirklich nicht, weil ich den Dude jetzt nicht so aktiv schaue. Aber wenn da dann wirklich krasse Promotion stattfinden würden, dann würden auch viel mehr Spieler dazu angeregt werden, wirklich mal dieses Overwatch selber durchzuführen und somit das Spiel dann wirklich auch grundlegend verbessern zu können. Und ja, da dann eben zum Beispiel nicht das 5000. Drake Moon Giveaway zum Beispiel raushauen könnten, sondern eben wirklich auch mal so die Overwatch-Aktion. Ich weiß, dass Overwatch wahrscheinlich nur ein Zehntel des Geldes einbringen würde, aber es ist eben das Spiel, wir lieben alle dieses Spiel und ich persönlich würde solche Promotion-Aktionen von Tools wie zum Beispiel dem Overwatch extrem feiern. Und ich weiß, diese Aktionen sind zum Beispiel schwer durchzusetzen und ich weiß, es sind jetzt auch nur Ansätze von gewissen Aktionen. Ja, ich glaube, diese Petition ist vielleicht ein bisschen schwer, das Ganze wirklich durchzusetzen, aber solche Twitter-Aktionen würde ich zum Beispiel extrem cool finden oder diese auch auf zum Beispiel Facebook oder anderen sozialen Netzwerken wirklich durchzusetzen, würde ich auf jeden Fall einen Lösungsansatz oder für einen Lösungsansatz sehr gut finden. Und eben vor allem solche Overwatch-Aktionen. Wirklich mal so einen Monat eine Overwatch-Promo-Aktion und ich würde dann wirklich auch sagen, dass da Zehntausende von Spielern mobilisiert werden, wenigstens einmal am Tag ein ordentliches Overwatch durchzuführen, weil am Schluss sind wir alle im selben Boot, am Schluss sitzen wir, ja, wie gesagt, alle im selben Boot. Wir lieben alle CSGO. Wir wollen alle, dass das Spiel so bleibt, dass das Spiel besser wird, dass wir dieses Spiel wirklich so lange wie es geht spielen können und das am besten ohne Cheater. Und ja, ich würde sagen, mit diesen abschließenden Worten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht eure eigenen Ideen zum Thema, wie verbessert man wirklich CSGO? Wie verbessert man wirklich das Wolf Anti-Cheat System? Ja, wie kann man das verbessern, in die Kommentare schreiben würdet. Meiner Meinung nach bringt es nichts, irgendwelche gehackten Lobbys an den Start zu bringen oder irgendwelche Bots, die dann wirklich das Spielerlebnis von komplett unschuldigen Spielern nochmal sozusagen verhunzen, sondern eben wirklich man solche Aktionen durchführt für YouTuber. Keine Fix CSGO, wir spammen alles in Russisch voll, obwohl das kein amerikanisch oder englisch sprechender Spieler, YouTuber, Zuschauer lesen kann, sondern eben wirklich solche Aktionen, diese klar promotet und ja, man somit vielleicht Wealth besser erreichen kann, wie doch irgendwelche gehackten Lobbys. Ich hoffe, ihr hattet einen, und ja, ich hoffe einfach, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe meine Ideen einigermaßen gut rübergebracht. Dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Leute. Ciao.